Jetzt, ja, du hattest zu dem kleinen Sommer-Giveaway aufgerufen. Aufgabe: Was liest ihr gerade im Urlaub und welche Messer habt ihr dabei? Ja, ich habe jetzt gerade mal so ein paar Minuten gefunden. Eigentlich wollte ich das gestern schon machen. Es war so warm, ich hatte irgendwie gar keine Lust, irgendetwas zu machen. Ja, ich habe mir jetzt hier mal ein bisschen ruhige Ecke gesucht und ja, dann stelle ich das gleich einfach mal vor. Ja, fangen wir mal mit dem Buch von dem Michael Holzach an. Schon ein bisschen älter. Heißt Deutschland umsonst. Zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland. Sehr faszinierendes Buch, muss ich sagen. Der Michael ist Redakteur, Schriftsteller, hat einfach mal beschlossen, ja, quer durch die Bundesrepublik zu wandern, ohne Geld und dabei Orte zu besuchen, die ihm aus der Vergangenheit was bedeuten. Und diese Geschichte erzählt er. Und wie gesagt, ich finde das äußerst faszinierend. Das muss man einfach mal gelesen haben. Und wie schwierig das eigentlich doch ist und manchmal vielleicht auch wie einfach es ist, noch ohne Geld sich ja einmal quer durch Deutschland zu wandern. Es gibt einen zweiten Band davon, aber nicht von dem Michael Holzach. Deutschland umsonst Reloaded habe ich auch gelesen, fand ich nicht so schön, weil ja, der benutzt Facebook an der Stelle, um Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Die Idee finde ich nicht schlecht, aber dieses Buch hier ist einfach, wie soll ich das sagen, ehrlicher. Ne? Es ist einfach viel näher dran an der Idee. Ich habe das schon mal gelesen, ich habe das einfach nochmal mitgenommen, weil ich das einfach nochmal lesen wollte. Und ein Buch, was ich ein zweites Mal lese, muss mir wirklich gefallen. Also das hier lohnt auf jeden Fall mal. Ein anderes Buch, was ich mir noch vorgenommen habe, das ist von dem Dirk Rohrbach. Yukon, 3000 Kilometer im Kanu durch Kanada und Alaska. Das ist hier vom National Geographic Verlag. Davon habe ich inzwischen einige Bücher. Ich finde die sehr faszinierend. Ich hatte da auch mal ein sehr schönes Buch über Blockhausbau. Ja, das sind halt Bücher, die eben nicht so im normalen Buchhandel stehen. Es ist keine Fiction, es sind keine Erzählungen, es ist Realität und eben sehr naturnahe Geschichten. Ich finde das, wie gesagt, äußerst faszinierend, sowas mal zu lesen und könnte mir auch gut vorstellen, dass solche Sachen einfach mal verfilmt werden würden. Das fände ich fast noch besser. Ja, ich habe noch ein paar Sachen auf dem iPad mit, aber das sind die beiden Bücher, wo ich sagen würde, guckt euch die mal an, da lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, Messerchen haben wir auch ein paar mit. So ein paar, naja, das ist so, ne? Also was ich immer mit habe, ist mein Victorinox. Das ist eigentlich immer am Hosengürtel. Sehr schön auch wegen der Zange. Und der Säge, wo ist die Säge hin? Da ist die Säge hin. Das sind zwei Sachen, die mir persönlich sehr wichtig sind bei einem Messer, was ich immer dabei habe. Da ist eine Schere dran, eine große Klinge, ein Kreuzschraubenzieher ist auch super wichtig. Aber wie gesagt, das ist eines der wenigen, wo ich die Kombination habe: Kreuzschraubenzieher, Säge und Zange. Ja, dann relativ neu noch das Real Steel M6, das Rettungsmesser. Erkennen. Schönes scharfes Messer, kommt wie gesagt sicherlich immer ans Auto, weil man da eben auch einen Gurtschneider drin hat, die Scheiben zertrümmern kann, wenn man möchte. Es ist eben Rettungsmesser und ich denke, sowas kann man ruhig im Auto liegen haben. Ja, eins meiner Lieblingsfolder, das Sanremo 913P. Auch immer gerne dabei. Schönes Arbeitsmesser, schönes EDC-Messer liegt klasse in der Hand. Wenn es ein bisschen leichter sein soll,
Dann das kleine K-Bar. Super scharf, kannst dich fast mit rasieren. Und wie gesagt, wiegt sehr, sehr wenig aufgrund der Kunststoffgriffschalen. Also kann man gut mal in der Hosentasche haben, ohne dass es nervt. Die etwas schwerere Fraktion, dann sicherlich das Wenger. Das habe ich aber meistens dabei wegen der schönen großen Säge, die das Messer hat. Und der Tatsache, dass man die Hauptklinge auch fest verriegeln kann. Aber diese Säge ist einfach großartig. Die kann richtig was. Ja, und last but not least, das Leatherman Wave. Mein Lieblingswerkzeug. Das ist eigentlich immer in meiner EDC-Tasche drin. Da ist nochmal alles irgendwie vereint, was man brauchen könnte. Aber halt ein bisschen schwer, deswegen habe ich am Gürtel halt lieber das Victorinox. Ja, ich glaube, das waren fast alle Messer, die ich dabei habe. Ich habe noch ein Fixblade mit, das Boelker Bushcraft. Das habe ich jetzt nicht damit genommen. Und zwei, drei kleinere Messerchen werden sicherlich noch irgendwo in irgendwelchen Taschen rumfliegen. Man könnte ja immer zu wenig haben, aber das sind so die, mit denen ich hier im Moment hauptsächlich irgendwas mache. Ja, Dennis, dir alles Gute, tolle Aktion, die du letztens da am Laufen hattest und mit den Flutopfern und der Hochwasserhilfe und ja, toller Kanal, den du da hast. Ich freue mich über jedes Video, auch wenn ich es manchmal gar nicht schaffe, im Moment hier im Urlaub alle zu schauen. Und aber dann habe ich für die kalten Winterabende noch ein bisschen was auf Vorrat. Ja, in dem Sinne, das sind die Messer und das sind die Bücher. Ich genieße noch meinen Urlaub und ja, macht's gut und bis bald im Wald. Tschüss.